siehst dort nach. Ich nehme die andere Seite. Oh, Karl? Hey, ist jemand da draußen? Es hat geklappt. Na, hab ich doch gesagt. Macht sofort die Tür auf, hört ihr? Hey, verdammt nochmal! Ich mach sie erst auf, wenn du mir meine Schatzkiste zurückgibst. Aber wir haben sie nicht. Lügnerin. Ihr seid nur hier, weil ihr den Schlüssel benutzen wolltet, von dem ich euch erzählt habe. Und der war in Peters Schatzkiste. Das kannst du vergessen, Geißen-Peter! Dein kleiner Schatz gehört jetzt mir! Dann schmort die eben da drin, bis Theresas Eltern wieder in den Laden zurückkommen. Mal sehen, wie sie es finden, dass niemand dort ist, um auf ihre Waren aufzupassen. Und das bei all den Dieben in der Gegend. Wir müssen hier raus, bevor meine Eltern etwas merken. Das verzeihen sie mir nie. Aber Theresa, wir können nicht zulassen, dass die beiden gewinnen. Es tut mir leid, Karl. Deine Kiste liegt im Laden unter der Theke. Ja, wir haben sie. Und den Schlüssel, den werden wir euch auch geben. Na, das will ich wohl hoffen. Wir sind gleich wieder da. Aber zuerst will ich sehen, ob du die Wahrheit gesagt hast. Hoffentlich ist noch alles drin. Ja. Die Uhr meines Vaters funktioniert auch noch. Gut, dann befreien wir jetzt die beiden. Unser Baumhaus ist offiziell eröffnet. Der Frühling ist da. Und jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Ja, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Die Sonne geht bald unter. Morgen hüte ich die Ziegen und danach treffen wir uns hier. Oh ja, das wird lustig. Bist du dir auch ganz sicher, Willi? Ja, sein Versteck ist ein Baumhaus und ich weiß, wo es steht.